Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Maisernte, am Maishäckseln. Ich habe die jetzt die ganze Zeit schon ohne euch laufen lassen. Ja, mehr schlecht als recht. Einiges funktioniert nicht so gut. Ich bin jetzt gerade mal dabei, neue Kurse, also die Kurse ein bisschen anzupassen, die ich einfahre. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich fahre jetzt diesen Feld zur Straße, fahre ich jetzt mal neu ein, weil die hier oben immer Probleme hatten. Weil ich immer auf die andere Seite. Zack. Feld 12. Straße. So. Und dann fangen wir hier einen neuen Kurs an. Fahren zur BGA. Ja, meine Helfer werden immer blockiert durch irgendwelche Objekte, die da angeblich sind. Relativ eng hier rum. Pausieren mal kurz die Aufzeichnung. Genau das Problem ist nämlich, genau das nicht mehr auftritt, kann man nämlich jetzt einen neuen Kurs ein. Ja gut, der wird dann auch gleich fahren, hoffe ich. Besser. Steht da oben. Ich habe hier nämlich einen Fehler gemacht, einen großen, beim Einfahren. Vielleicht geht das ja. So, und den Fehler, den ich jetzt gemacht habe, ist, ich bin hier vorne gleich rückwärts gefahren, aber gleich rumgefahren. Und dadurch hat er die Fahrten nicht gekriegt. Ich muss aber hier in einem großen Bogen fahren. Dann funktioniert das auch wieder. Der Vorteil ist, wenn das mit diesem Kurs hier funktioniert, dann haben wir nämlich schon die halbe Miete, sag ich jetzt mal, für viele andere Kurse auch. Ich
wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr ja zum Feld 12 auch hier schon drauf fahren. Auch ganz klar. Aber nicht ganz. Ach, ich hab gar nicht abgekippt. Naja, egal. Umso eher sehe ich dann gleich, ob das funktioniert. Straße. Also, wir wollen Feld 12 zur Straße. Und den gucken wir uns jetzt mal an, ob der funktioniert. So, jetzt schauen wir mal, wo ich den anderen den gleich nehme. Hier ist jetzt auch nichts Schlimmes zu erwarten. Interessant wird es gleich im Silo. Und auf dem Feld ist natürlich irgendwie irgendwas, mache ich da wahrscheinlich noch falsch, falls ihr da mehr Erfahrungen habt mit dem Häcksler. Experience sagt der Extra, macht die Häcksler bloß nicht mit Cosplay, macht die mit AI-Vehicle. Das habe ich ja, und die Abfahrer dann mit Cosplay. Aber irgendwie ist das noch nicht so das Wahre.
Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ah, mein Aufschieber fährt. Wahrscheinlich werde ich jetzt noch einmal aufschieben. Im Normalfall soll mir das ja auch egal sein. Schon was geschafft, naja, als ihr nicht da wart. Gut, eine ganze Zeit hat er auch nur aufgeschoben, weil ja auch hier die Frequenz viel zu hoch war, mit der hier die Lage angeliefert wurde. So, jetzt fährt er raus auf Warteposition. Jetzt dürfte meiner dann endlich mal reinfahren. Hier vorne ab. Mal gucken, ich habe hier Abstand zum Abladepunkt 4,10 Meter. Okay, was auch immer das heißt. So, und jetzt bin ich aber gespannt, ob er denn jetzt vernünftig. Ja, jetzt fährt er vernünftig. Sehr schön. Lassen. Neuen Kurs lernen. Okay. Wenn er noch nicht voll ist. Vielleicht soll ich erstmal in die anderen Fahrzeuge rein. Der hat den richtigen Kurs. Der hat noch den falschen Kurs. Mir auf den Keks. Hier was. Der Hex war hier. Der geht mir so auf den Sack.
Das war jetzt allerdings. Ich weiß, warum der blockiert wurde. Ich sehe es ja. Nichtsdestotrotz fahre ich ihn jetzt erstmal hier raus. Ich weiß nur, dass mir der John Deere nicht so oft irgendwie hier Mist macht. So, warum fährt der jetzt nicht? Weil die Reißwechsel macht mich fertig, echt. Bin ich selber. Wie sind eure Erfahrungen beim Maishäckseln denn so? Ne? Bei mir ist es noch ein bisschen hakelig. Mal sehen, in der nächsten Folge wird es bestimmt besser. Aber im Moment ist es hier so ein bisschen, ja, nicht schön. So, ich lasse den mal abfahren. Funktioniert ja. Nur er hat, glaube ich, noch den falschen Kurs. Und auch das funktioniert. Ja, wenn es euch gefallen hat, trotzdem, dann hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich sehr freuen. Und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch 4-Fach-Map. Jo, in diesem Sinn sage ich ciao!